Hallo liebe FFS-Kids-Community, willkommen zum 18. Video unserer Corona-Quarantäne-Serie. Wie versprochen, machen wir heute wieder was für unsere Muskeln. Oft haben wir Rückenschmerzen, wenn wir viel auf der Couch liegen oder im Bett. Deshalb machen wir heute was für den Rücken. Ganz wichtig zu sagen ist, dass man, wenn man den Rücken trainiert, auch die Bauchmuskeln trainieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig, denn oft kommen auch Rückenschmerzen daher, dass man zu schwache Bauchmuskeln hat und dass dann so eine Disbalance entsteht zwischen Rückenmuskulatur und Bauchmuskulatur. Deshalb immer, wenn wir den Rücken trainieren, auch nicht den Bauch zu vergessen. Fangen wir mit dem Rücken an. Beim letzten Mal haben wir die obere Partie des Rückens gemacht, heute machen wir die untere Partie. Die Übung sieht wie folgt aus. Legen uns auf den Bauch, haben die Hände hier vorne überschränkt, legen unsere Stirn auf die Hände und versuchen dann, die Beine hinten so hoch wie möglich zu bekommen. Guter Pluspunkt bei der Übung ist, da trainiert man auch gut den Po. Also heute machen wir quasi Bauch, Beine, Po. Okay. Und die andere Übung sieht so aus: Wir legen uns auf den Rücken, bringen unsere Füße so nah wie möglich an unseren Po ran, winkeln die Füße an, sodass wir nur noch auf den Fersen uns abstützen, bringen unsere Hüfte hoch. Und versuchen dann mit den Händen Richtung Fersen zu kommen. Und wichtig ist, der Kopf bleibt gerade, das heißt, unsere Nasenspitze guckt immer zur Decke. Versucht nicht den Kopf abzulegen. So bleibt auch immer der Bauch angespannt. Versucht so hoch wie möglich zu kommen, immer alles schön kontrolliert, ohne Schwung. Und wichtig ist, die Hände unten zu lassen. Ihr könnt auch die Hände hochnehmen. Wichtig ist nur, dass ihr dann nicht die Bewegung macht und so euren Nacken überstreckt, sondern versucht immer so ein bisschen nach oben zu gucken. Für die Leute, die richtig starke Bauchmuskeln haben, die können die Hände abstrecken und versuchen, immer hoch zu gehen. Also drei Schritte, einmal unten, einmal am Kopf, das ist ein bisschen schwieriger, und einmal gestreckt, mit den Armen gestreckt. Okay. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bleibt gesund. Ciao.